darf ich euch recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz vor dem Vorarlberg-Derby. Morgen gegen Austria Lustenau. Bei mir Werner Grabherr, der sportliche Leiter, unser Cheftrainer Miro Klose und Kapitän Jan Zwischenbrucker. Werner, Alltag gegen Austria Lustenau, 8500 Zuschauer. Mehr geht momentan in Fußball Vorarlberg nicht. Wie groß ist die Vorfreude bei dir schon? Ja, Vorfreude ist, denke ich, bei jedem sehr groß. Man spürt es auch in dieser Woche, dass jeder Einzelne sich darauf freut, auch wenn das Wetter im Moment noch nicht so viel Vorfreude ausstrahlen lässt. Aber freuen uns natürlich riesig. Für uns alle ist ein neues Kapitel. Das Spiel hat man in der Bundesliga noch nicht gespielt. Und deshalb denke ich, werden wir versuchen, dieses Kapitel morgen sehr positiv zu schreiben und das Spiel erfolgreich für uns zu gestalten. Und das wird das große Ziel sein. Bei aller Vorfreude drumherum. Bei aller Vorfreude, wie es der Werner gesagt hat, es wird auch morgen um 3 Punkte gehen. Miro, wie gut schaffst du es, dass die Mannschaft trotzdem den Fokus hauptsächlich auf dieses Spiel legt? Ja, ich glaube, die Woche hat die Mannschaft echt einen guten Eindruck gemacht und hat das, was die letzten Wochen im Training war, auch wieder bestätigt. Und deswegen bin ich auch voller Vorfreude auf das Spiel und blicke da zu dem Spiel sehr positiv entgegen. Jan, du hast die Ehre, deine Kollegen als Kapitän aufs Feld zu führen. In einem Spiel, das es so in der Bundesliga noch nie gab. Wie besonders ist es auch für dich morgen? Ja, natürlich. Es ist eine große Ehre, den SC Altach als Kapitän aufs Feld führen zu dürfen. Freue mich auch riesig aufs Spiel morgen und wir alle sind hochmotiviert und die ganze Mannschaft freut sich auf das Spiel. Bitte um eure Fragen. Trainer, können wir gleich mal wissen, wer personell dabei ist und wer nicht? Vor allem wer nicht wahrscheinlich. Wer nicht? Also einzige Felix Strauß ist nicht dabei, schafft es nicht. Mit seinem Sprunggelenk müssen wir schauen, wie die nächste Woche ist. Amir Abdjanovic, vielleicht weißt du schon mehr, wegen Knie. Er war im MRT gestern drin und da warten wir noch auf die Ergebnisse. Sonst können alle trainieren und heute nach dem Training entscheide ich, wer im Kader ist. Jan, Frage. Du sagst große Ehre. Auf der anderen Seite ist es auch, sag ich jetzt mal, aufgrund der Historie eine Belastung, weil man als Favorit in die Partie geht? Oder wie siehst du das? Ja, ich denke, in einem Derby kann man nicht von Favoriten sprechen. Das sind immer eigene Spiele. Das Spiel hat es in der Bundesliga noch nicht gegeben. Und deswegen, ja, Favoritenrolle ist da jetzt schwer zu definieren. Lustenau hat einen guten Saisonstart hingelegt. Unserer war von der Punkteausbeute nicht zufriedenstellen und deswegen ja, freuen wir uns auf die Partie morgen und dass wir dort die 3 Punkte hier im Schnabelholz lassen. Nicht zufriedenstellend, weshalb aus deiner Sicht? Ja, im Endeffekt haben wir zu wenig Punkte am Konto. Es hätten mehr sein können, aber die Situation ist so, wie sie ist. Und wie gesagt, morgen haben wir die Chance, unser Punktekonto aufzustocken. Trainer, die Austria spielt ein bisschen fast wie ihr, aus meiner Sicht. Siehst du das auch so, wenn du sie jetzt analysiert hast und beobachtet hast, per Video oder direkt vor Ort? Zumindest vom System sehr ähnlich, ja. Sonst sehe ich nicht viele Sachen, wo gemeinsam sind. Okay, aber was heißt das jetzt für dich als Trainer von Altach? Wie muss man dieser Mannschaft begegnen, wenn man am Ende als Sieger vom Platz gehen möchte? Zuerst einmal sehr mutig. Ja. Wir müssen wissen, wir spielen zu Hause und wir versuchen auch Derby hin oder her, dem Gegner unser Spiel aufzudrücken. Das haben wir in vielen Spielen geschafft. Ja, ob zu Hause oder auswärts und besonders zu Hause. Ja, wenn man sieht, die Punkteausbeute zu Hause und das werden wir morgen auch versuchen. Und das ist mal unsere Hauptaufgabe, ja, dass wir alles Unwesentliche zur Seite legen können und wissen, was auf uns zukommt
Und was, wie ich dem Spiel begegne, natürlich sehr, sehr respektvoll, weil wir natürlich auch über die Stärken von Lustenau, klar, die sind klar, die hat die Mannschaft auch aufgezeigt bekommen und deswegen gilt es da Respekt zu haben dem Gegner. Du hast also sicher in den Medien verfolgt ein bisschen, kennst es nicht. Seit Sonntag täglich groß, Derby. Kennst du das so aus Deutschland oder ist das eher so ein Tag davor und dann gleich wieder vorbei? Aber kennst du das so? Also ich bin wirklich ganz wenig, was die Zeitung, was die Medien schreiben, Social Media, bin ich überhaupt nicht unterwegs. Also deswegen kriege ich da ganz wenig mit und lasse mich da auch, egal in welche Richtung geschrieben wurde, weiß ich es erstens nicht und lasse mich da überhaupt nicht ablenken. Ich bin da total fokussiert aufs Spiel und versuche die Mannschaft so vorbereiten, dass sie wirklich weiß, um was es geht. Ja. Dass wir total fokussiert sind, viele Dinge, die wir trainiert haben, umsetzen wollen. Aber bei Derby gibt es, wie der Jan schon gesagt hat, keinen Favoriten. Aber ich weiß nicht. Dann müssen Sie mich berichten, was da die Woche los war. Ja, letzte Woche war so eine Woche, wo du am Ende der Woche gesagt hast, es gab einzelne Spieler, mit deren Leistungen du im Training nicht zufrieden warst. Hat sich das jetzt eingespielt? Haben die Spieler das verstanden, was du von ihnen möchtest? So in der Gesamtheit, dass du sagen kannst, okay, jetzt habe ich alle da, da kann ich jetzt auswählen, weil sie verstanden haben, weil sie Vollgas geben, weil jeder in die Mannschaft möchte? Also ich glaube, dass ich sehr klar war in meiner Ansprache auch schon vor der Saison, was meine Trainingsphilosophie angeht und wie sich der Kader immer fürs Wochenende zusammenstellt. Das glaube ich schon, dass das jeder verstanden hat. Aber natürlich gibt es verschiedene Charaktere in der Mannschaft. Und da ist es meine Aufgabe, da zu jedem den richtigen Schlüssel und Draht zu finden. Ja. Und manche sind noch jung. Da ist noch nicht die Konstanz da, das weiß ich auch, aber ab und zu, und so geht es vielen Spielern, lassen sie es im Training aufblitzen, das, was mir Hoffnung macht. Ja. Aber natürlich ist unser Kader groß und ich habe auch viele Spieler zu den Juniors runtergeschickt, um mal Spielpraxis zu bekommen in erster Linie und habe mir die Spieler angeschaut, um einen Einblick zu bekommen, wie sieht es eigentlich aus vom konditionellen Zustand, wie weit sind sie nach der Verletzung, wenn man jetzt Noah oder Amir sieht. Und das ist ein Eindruck für mich, der mehr ist. Aber das Wichtigste sind die täglichen Gespräche, wie ich mit der Mannschaft umgehe. Und da glaube ich, dass ich die Mannschaft auch erreichen kann. Also das auf jeden Fall. Jetzt ist ein Derby ja ein Spiel der Emotionen auch. Wir haben dich kennengelernt als Mensch, der sehr gefasst wirkt, was auch die Emotionen betrifft. Du hast einen Kapitän neben dir, den Jan Zwischenbrucker, der ebenfalls sehr ruhig wirkt. Wie kann man mit diesen Emotionen auch positiv spielen für so ein Derby? Eigentlich ganz einfach, weil so war ich schon als Fußballer. Wenn der Schiedsrichter anpfeift, ändert sich alles. Ja. Und das ist, weil es um Fußball geht und um 3 Punkte. Und ich mache alles für die Mannschaft, dass die Mannschaft gewinnt. So war es schon als Spieler und genauso ist es als Trainer. Ja, ich habe eine gewisse Wirkung auch außerhalb auf die Mannschaft. Ja, versuche natürlich in vielerlei Hinsicht Ruhe auszustrahlen, ja, Sicherheit auszustrahlen und vor allem den Glauben. Ja, weil ich weiß, welchen Weg sie gegangen ist und den sind wir gemeinsam gegangen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es weiterhin aufwärts geht. Jan, du hast ein bisschen grün-weiße Vergangenheit. Du weißt, was sich in Lustenau abspielt, was abgeht. Kannst du als Spieler auf deine Mitspieler einwirken oder tust du es? Oder im Hinblick auf dieses Derby, was da
möglicherweise auf euch zukommt? Ja, jetzt ist es doch schon eine längere Zeit her, als ich dort war. Es hat sich dort auch vieles verändert. Ja, im Endeffekt kennen wir vielleicht ein, zwei Spieler, die noch dort sind, als ich dort war. Und von dem her, ja, sind meine Expertisen in diese Richtung wahrscheinlich nicht so hilfreich. Aber ich glaube, jeder in der Mannschaft hat verstanden, um was es einem Derby geht. Jeder ist hoch motiviert und bei voller Kulisse, da braucht man keine extra Motivation mehr. Ich denke, das sind Spiele, für die jeder Fußballer erlebt. Und ja, da gilt es dann zu zeigen, was man drauf hat. Und natürlich ist jeder gewillt, hier den Sieg einzufahren in Altach. Wobei ich jetzt weniger die Spieler gemeint habe, sondern eher die Gesamtsituation, was den Verein betrifft, den du ja kennengelernt hast in Lustenau. Ich denke, der Verein hat sich auch weiterentwickelt, hat sich verändert. Wie gesagt, es war über 10 Jahre her, als ich dort war. Von dem her glaube ich, dass sich sehr vieles geändert hat. Und ja, im Endeffekt ist es trotzdem ein Spiel, wo es um 3 Punkte geht, nicht mehr und nicht weniger. Und wir müssen trotz aller Emotionen und Gefühle und was auch immer, müssen wir trotzdem kühlen Kopf bewahren und, wie der Trainer vorher schon gesagt hat, unser Spiel dem Gegner aufdrücken. Und da ist ein Derby im Endeffekt dann ein Spiel wie jedes andere auch, wo wir unser Spiel natürlich auf den Platz bringen wollen. Trainer, der Jan sagt, Spiel wie jedes andere, aber du kennst aus eigener Erfahrung, die Tage nach einem Derby sind schon immer davon abhängig, wie das Ergebnis gewesen ist. Also von dort her ist es doch was Besonderes, oder, so ein Spiel? Ich glaube, wie jedes andere Spiel auch. Natürlich Derby, das ist klar, aber ich bin grundsätzlich davon überzeugt, wie die Mannschaft gespielt hat in den Spielen. Ja. Wenn jeder für sich alles gegeben hat, ja, dann kann man Niederlagen, Unentschieden einfacher verkraften. Das steht mal klar. Aber beim Derby wird natürlich viele Tage danach noch gesprochen. Wenn ich die Römer-Derby vergleiche, dann sind es vier Wochen danach und 4 Wochen davor. Also das ist zu dem Thema nochmal Derbys. Ja. Man, das ist, ich habe hier das noch nicht erlebt und freue mich unheimlich auf dieses Spiel und aufs Stadion, auf die Zuschauer, dass ich das Stadion mal erlebe, wenn es voll ist. Und ich habe vieles gehört, wie es letztes Jahr war, auch die Heimspiele, ja, wie es letztes war, welche Kulisse, weil das alles sehr, sehr enges, kompaktes Stadion ist. Und da gilt meine Vorfreude drauf. Ja. Freue mich unheimlich, dass es ausverkauft ist. Miro, dein Gegenüber, der Markus Mader, hat gestern auf der PK gemeint, in Lustenau, errechnet mit einem Offensivspektakel, weil es beides Teams sind, die nicht mit 10 Mann hinten reinstehen werden. Teilst du diese Meinung? Also von meiner Mannschaft auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, wenn er auch so überzeugt ist und das so angehen will, dann ist es schön. Dann ist es schön für die Zuschauer und das wird dann ein ganz interessantes Spiel. Ja. Viel mit vielen Emotionen, viele Kleinigkeiten, wo da entscheiden in Zweikämpfen. Und das wird sehr spannend sein. Ja. Gibt es noch Fragen? Ja, Trainer, was die taktische Ausrichtung betrifft, wir haben gerade gehört und es auch gesehen in den ersten Runden, es wird vor allem sehr viel Offensivfußball geboten. Wird es morgen irgendwelche Besonderheiten aus deiner Sicht geben, was die Mannschaft betrifft, auf den Gegner hin? Also wenn mir jetzt eins so auf die Schnelle einfällt, ist, wir werden zum Abschluss kommen müssen. Ja. Das wird das Wichtigste sein. Nicht in klein-klein verfallen, sondern sehr, sehr zielstrebig auf das gegnerische Tor zugehen und versuchen, zum Abschluss zu kommen. Ja, das ist das, was auch ein Punkt ist für morgen, was auch vielleicht dieses Spiel auch entscheiden kann. Ja. Wird es aufgrund des letzten Spiels personelle Veränderungen geben? Ich bin ja immer für eine Überraschung gut. Ja, und es war die Woche wirklich vieles sehr, sehr ordentlich und das ist das, was ich anstrebe.
ja, dass die Jungs sich im Training zeigen und mir aufzeigen, dass ich, was die Kaderzusammenstellung angeht, die Startformation angeht, dass ich da Bauchschmerzen habe. Und das war diese Woche, ich glaube, das erste Mal der Fall. Ja. Und das ist einfach schön für mich. Ja. Und deswegen habe ich Qual der Wahl, außer die zwei verletzten Spieler, da meine Entscheidung zu treffen und was vielleicht so ein bisschen auf die Taktik vom Gegner und was unser Spiel angeht, kann ich mir da meine Gedanken machen. Jan, die gegnerischen Mannschaften werden aufgrund eurer Spielweise euch jetzt sehr hoch anlaufen. Und das betrifft dich natürlich als Verteidiger. Wie kann man dem am besten begegnen? Ja, es waren jetzt schon der ein oder andere Gegner dabei, der uns hoch angelaufen hat. Wir müssen Lösungen finden. Wir trainieren da täglich daran, Lösungen zu finden. Und es ist natürlich eine gewisse Herausforderung, wenn der Gegner hoch anläuft und ein gewisses Risiko auch. Aber da muss, wie gesagt, ein kalkuliertes Risiko hinten. Wir werden nicht volles Risiko hinten 1-1 gehen. Das macht keinen Sinn. Aber wir wollen Ballbesitz spielen und von hinten raus spielen. Das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis mittlerweile und haben da genug Lösungen, um die Gegner auch zu bespielen. Gibt es noch Fragen? Wenn nicht, bedanke ich mich und wünsche alles Gute fürs Derby morgen. Danke.